Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit Raimund Wilhelmi. Das ist der Enkel von Otto Buchinger, dem Begründer des modernen Heilfastens. Ist das sinnvoll zu fasten? Geht das auch während der Arbeit? Fragen über Fragen. Und ist sozusagen auch das Teilfasten, es gibt ja dieses 16:8 Prinzip beispielsweise, ist das sinnvoll? Antworten von Raimund Wilhelmi jetzt in diesem Podcast. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Enkel des Arztes, Dr. Otto Buchinger, der vor über 100 Jahren das moderne Heilfasten begründet hat. Raimund Wilhelmi hat als Nachkomme selbst 40 Jahre lang die berühmten Fastenkliniken der Familie Buchinger-Wilhelmi geleitet und sein Leben dem Fasten verschrieben. Herr Wilhelmi, herzlich willkommen in der Sendung und schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Von Aschermittwoch bis Ostersamstag sind ja in der Regel, sagen wir mal so, rund 40 Tage. Fasten Sie auch so lange oder weniger? Ich faste nicht die 40, das habe ich mir mal vorgenommen, aber ich faste 4 Wochen. Okay. Und also runde 30 Tage. Ja. Das Minimum beim Fasten beträgt ja 10 Tage. Nun haben Sie ja, sagen wir mal, in den Familienkliniken in Überlingen am Bodensee und in Marbella 40 Jahre lang diese Unternehmen geleitet. Gab es denn da auch Menschen, die das nicht durchgehalten haben? Oder schafft man das immer bei Ihnen? Also ich erinnere mich an niemanden, das kann ja mal vorgekommen sein, auch vielleicht aus medizinischen Gründen, aber in aller Regel nach 1-2 Tagen, die nicht so angenehm sind, fühlen sich die Leute so wohl, dass sie ehrlich gesagt oft sogar verlängern. So, dann erklären Sie mir doch mal, Sie haben Jura und Psychologie studiert, also sozusagen einmal das äußere Recht, aber zum anderen auch das innere Leben sozusagen beobachtet. Was passiert denn psychologisch mit uns Menschen, wenn wir fasten? Also wie gesagt, die ersten 2-3 Tage sind wir, vielleicht fallen wir so ein kleines Loch ein, aber kommen dann nach 3 Tagen wie Phönix aus der Asche raus, fühlen uns sehr wohl und dann beginnt ein Prozess, wo wir ein anderes Bewusstsein erlangen. Ein Bewusstsein, wo wir uns mehr um uns selber kümmern, aber auch um die Umwelt und darum zum Beispiel die Natur. Wir machen ja viele Wanderungen täglich. Mhm. Und Yoga und haben ein Schwimmbad. Und bei diesen Anwendungen, bei diesen Erlebnissen, die die Leute da haben, kommen sie in einen anderen Zustand und träumen zum Beispiel sehr viel mehr als in ihrem normalen Leben und beschäftigen sich mit sich und ihren Sinnfragen auch. Deswegen haben die Religionen ja auch das Fasten sehr oft in ihren Jahresablauf eingeplant. Okay, aber das ist ja eigentlich fast widersinnig, ne? Dass man als Mensch, der ja was essen muss, sozusagen dadurch, dass er das weglässt, plötzlich sich besser fühlt als mit Essen. Herr Koschwitz, Sie essen ja. Sie essen ja, aber sozusagen das, was Sie, wie alle Tiere auch, gespart haben für schlechte Zeiten, meist in Form von Fett, das verbrauchen Sie. Statt die äußere Ernährung kommt die innere Ernährung. Die Ernährung kommt von innen. Und dadurch werden Sie schlanker und schöner und gesünder. Raimund Wilhelmi ist bei Koschwitz zum Wochenende. Er ist der Enkel des berühmten Dr. Otto Buchinger, der das Heilfasten entwickelt hat. Es gehen viele mit dem sogenannten Intervallfasten an ihren Körper ran und sagen, das ist eine gute Methode. Worin unterscheidet sich denn das kurze Intervallfasten und das lange Heilfasten in ihrer Wirkung? Also das Intervallfasten raten wir auch, ist eine gute Sache, um sozusagen einen guten Zustand, den Sie immer erreicht haben, auf Dauer zu halten. Trotzdem Sie vielleicht hin und wieder mal essen gehen müssen oder auch mal zu einer Feier eingeladen werden. Aber was wir eben tun, ist dieses lange Fasten, was eine sehr viel stärkere Wirkung auch auf die Psyche hat. Denn das andere sind ja nur so 16 Stunden oder so. Ja, okay, aber trotzdem. Aber es ist eine gute Sache. Aha, das wollte also ich hören. Also auch was mehr während der Arbeit, weil wir raten ja den Leuten nicht während der Arbeit zu fasten. Ha. Weil sie müssen aus ihrem normalen, ja, ihrer sozusagen toxischen Umgebung rauskommen und sich in eine gesunde Umgebung versetzen, dass es ihnen auch besser geht und sie sich besser dabei fühlen. Aber wenn das eben nicht geht und sie in ihrem Alltag einfach arbeiten müssen, dann ist das Intervallfasten schon möglich. Deswegen machen es auch so viele. Ja, aber Sie sagen tatsächlich, das lange Fasten, gut 40 Tage vielleicht nicht, aber sagen wir mal 10 Tage Fasten auch während der Arbeit. 3 Wochen. Otto Buchinger hat eigentlich 3 Wochen. Ja. Das war so die
übliche Kur mit 2 Obsttagen am Anfang und zum Schluss 3-4 Tage wieder sozusagen Aufbau, dass sie wieder zur normalen Nahrung kommen. Warum muss man nach dem Fasten einen Aufbau machen? Das haben Sie ja auch gerade gesagt. Also warum kann man nicht einfach wieder drauf losfuttern? Während des Fastens geht ja Ihr ganzes Verdauungssystem sozusagen ein Winterschlaf. Kommt ja nichts mehr von oben, also sagt der Magen und der Darm, wunderbar, jetzt kann ich auch mal Urlaub machen. 2020, zum 100-jährigen Jubiläum der Heilfastentherapie von Otto Buchinger, haben Sie in Ihrem Buch Das Glück des Fastens, das Fastenbuch Ihres Großvaters von 1935 immerhin, in die Gegenwart übersetzt. Was sind denn da jetzt die wesentlichsten Unterschiede zu damals? Oh je, das ist schon eine ganze Menge. Okay. Also Otto Buchinger hat ja, der kam aus der Reformbewegung und das war schon streng. Es war der Arzt, der Onkel Doktor, der hat den Leuten gesagt, wie lange sie fasten sollen und was sie machen sollen, sogar was sie lesen sollen, was sie nicht. Radio gab es nicht, Fernsehen gab es nicht, Illustrierte gab es nicht und so weiter. Also wir haben jetzt inzwischen das einfach erweitert. Wir haben ein ausgeklügeltes, wie ich schon sagte, Psychotherapieprogramm, Physiotherapieprogramm, Yoga, Wanderungen, jeden Abend Vorträge in 3 verschiedenen Sprachen. Wir haben ja 2/3 Ausländer bei uns. Also es einfach hat sich in die Breite bewegt sozusagen. Das Fasten ist dasselbe geblieben und das ist auch das Kernstück, aber darum herum hat sich eine ganze Menge jetzt hinzugebracht für die modernen Bedürfnisse der Leute. Sie haben, wenn ich das alles richtig mitgekriegt habe, vor 3 Jahren die Leitung der Kliniken an Ihren Sohn weitergegeben. Also der Generationenwechsel läuft. Ja, an beide, ehrlich gesagt. Vor 4 Jahren an den Älteren in Marbella und vor 3 Jahren an den Jüngeren. Ja. Okay, so, dann frage ich mich natürlich, was machen Sie jetzt? Ja, Sie haben gerade das Buch erwähnt. Aha. Ich beschäftige mich mit meinem Innenleben, ich beschäftige mich mit Musiktherapie zum Beispiel und bin hier noch in der Kommunalpolitik und lasse die Sache ein bisschen lockerer angehen und lese viele Bücher, alles, was ich vorher nicht konnte. Ja. Weil ich leider nicht kann es reisen durch diese verdammte Pandemie. Ja, da drücken wir uns beide die Daumen, dass dieser furchtbare Albtraum irgendwann mal ein Ende hat und wir ganz entspannt wieder sich auch mal sehen kann und nicht über Telefon. Ja, ich danke sehr für das Gespräch. Alles Gute. Und danke, Herr Bartlett. Bis demnächst mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.